Herzlich willkommen bei 1000 PS TV, herzlich willkommen bei den Alpenmasters 2022. Wir stehen hier im Schatten der mächtigen Tofana und vor uns nicht minder mächtige Eisen. Und zwar die Triumph Speed Triple RS gegen die MT10 Yamaha. Es wird spannend. Zwei performante Powernecks, der Gregor und ich haben herausgefunden, wie sie sich in den Alpen fahren. Bleibt's dran. Ja, die Speed Triple 1200 RS hat uns ja letztes Jahr als Dauertest im 1000 PS Büro begleitet und ist dort sehr gut angekommen. Heuer hat sie Konkurrenz bekommen, eine aufgefrischte Konkurrenz, weil die MT10 war ja letztes Jahr nicht da, weil das Euro 5 Update noch nicht da war. Heuer haben sie nachgelegt, heuer haben sie nachgeschoben und ich muss sagen, es ist wieder mal ein polarisierender Auftritt geworden, oder Gregor? Wie findest du das? Also taugt's da? Ja, optisch ist natürlich, ich finde es eigentlich optisch leibend. Ich finde auch die Maske, was ja glaube ich der Hauptkritikpunkt ist, finde ich noch okay. Das Transformer-mäßige taugt mir. Wenn man dann im Finstern fährt oder eben durch einen Tunnel, dann finde ich schon, es hätte ihr eine symmetrische Beleuchtung gut getan. Das hätte man vielleicht schön machen können und vor allem halt auch die Positionierung der Hupe ist jetzt sehr, ja. Es ist ein MT-Special, wir kennen es von der 09er. Aber ich muss sagen, ansonsten, wenn man auf so einen polarisierenden Auftritt steht, diese Felgenfarbe, Fluo nennt es Yamaha, glaube ich, das ist schon was, was auf jeden Fall Aufsehen erregt. Relativ klassisch im Vergleich eigentlich die Speed Triple RS. Hier auch oben die LEDs, V-förmig. Schaut, finde ich, im Rückspiegel immer extrem cool aus, wenn man eben nur mit diesem Tagverlicht unterwegs ist. Jetzt war Sounds uns denn. So, da bleiben sie mal stehen. So, Warndreieck, Zulassungsschein, Führerschein, wir haben es. Sie fahren sich alle viel zu schnell. Jetzt wundert ihr euch sicher, warum die Kollegen vom Motorrad hier bei uns ins Bild hineinfahren. Das liegt daran, dass wir gemeinsam bei den Alpenmasters 2022 sind. Wir testen 16 verschiedene Motorräder, eine Woche lang in Südtirol, in den Dolomiten. Alpenmasters wechselte immer wieder Locations, letztes Jahr Großglockner, davor mal südfranzösische Alpen, heuer eben Dolomiten und ich bin extrem froh, weil Südtirol ist wirklich ein Traum zum Motorradfahren. Man hat hier wirklich alles, was das Motorradfahrerherz höher schlagen lässt. Und wir haben heute wirklich zwei Prachteisen mitgebracht, die hier vielleicht sogar etwas übermotorisiert sind, oder? Wie siehst du das, Gregor? Fangen wir mit dem Motor an. Ja, bevor ich zum Motor komme, vielleicht generell Alpenmasters, da haben es Naked Bikes ja typischerweise eher schwer, wenn wir uns die Siegerinnen der letzten Jahre anschauen, waren es immer halt eher hochbeinige Reise-Enduros. Deswegen, ja, sagen wir, die Chance, dass sie jetzt wirklich den Titel erringen, stehen nicht schlecht. Dennoch, sie matchen. Stehen schlecht, ja, wollte ich sagen. Oder halt, schauen wir mal, wie dann die Kollegen das beurteilen. Aber sie sind trotzdem jetzt, sie sind jetzt nicht gemacht für die Alpen, das ist, so viel steht, glaube ich, fest. Eben, wie du schon sagst, so viel Leistung, 180 PS, 166, das kannst du eh nie ausnutzen in den Alpen. Gerade hier in Italien, wo man, wenn man viel zu schnell ist, sogar das Motorrad vielleicht abgeben muss. Lieber Schöpo Mali, wobei wir natürlich auch Spaß gehabt haben. Dennoch, wie fahren sie sich? Motoren sind beide relativ lang übersetzt, was natürlich, wenn man sich anschaut, was für eine Art Motorrad sie sind, jetzt nicht überraschend ist. Trotzdem fand ich hier zum Beispiel, dass der Motor von der MT10 noch ein bisschen besser hier sich für die Alpen eignet, weil er noch etwas bauchiger ist. Dieser Crossplane CP4 rein 14er ist einfach ein Wahnsinn. Erstens, der Klang macht süchtig. Also für mich, von allen Motoren, die wir bis jetzt hier bewegt haben, und da waren einige richtig schicke, da auch schon die letzten Tage, wenn ihr übrigens all unsere Alpenmaster-Tests sehen wollt, dann abonniert am besten jetzt den Kanal, um ja nichts zu verpassen, oder schaut euch unseren Kanal in den Videos durch, was denn schon alles online gegangen ist. Aber hier auf jeden Fall
unfassbar guter Sound. Bis nach untenrum, sogar noch, finde ich, relativ verhalten, was ja gut ist, damit man bei Bedarf auch mal wirklich leise dahin cruisen kann. Aber dann so ab 4.000-5.000 Ringen, dann explodiert das Röhr so schön wunderbar. Mache ich mit der Trumpf weiter, wenn es okay ist. Weil ich habe jetzt schon das fünfte Video mit Gregor hier bei den Alpenmasters aufgenommen und er tendiert dazu, sehr lange und, um nicht zu sagen, langatmige Antworten zu geben. Na, er redet sich gerne in einen Strudel und jetzt mache ich die Triumph. Also, Supermotor, wirklich großartig, der Dreizylinder, elastisch, Kraft aus jeder Lebenslage. Von unten raus kann man sanft das Gas anlegen und der dreht unfassbar weit aus. Hat aber, finde ich auch, ob es dem Gregor ein bisschen zu viel war und vielleicht im direkten Vergleich stimmt, da ist die Yamaha noch ein bisschen bauchiger, aber hat, finde ich, auch von der Mitte raus schon einen sehr schönen Druck und oben kommt dann halt richtig die Feuerwehr. Also da ist dann echt arg, wie die nochmal zulegt. Und da merkt man eben auch, dass von der Vorgängerin auf diese Version 30 PS dazugekommen sind. Die sind hauptsächlich oben dazugekommen und machen echt Laune. Wenn ihr übrigens den Vergleich anschauen wollt, alt gegen neu, Speed Triple haben auch ein Video dazu online, könnt ihr euch auch anschauen. Gut, eine Malus hat sie aber doch, die schöne Speed Triple RS, beziehungsweise ihr Motor, das sind die Vibrationen. Die Vibrationen vor allem in ganz niedrigen Drehzahlbereich oder dann, wenn man es konstant hält, auf der Autobahn zum Beispiel, hat dieser Motor Vibrationen, die sich dann in den Lenker bzw. in die Fußrasten fortführen und die sind wirklich spürbar und können, glaube ich, wenn man empfindlich auf sowas ist, auf längere Sicht dann zu ein bisschen einem Taubheitsgefühl führen oder so. Also das ist vielleicht da, wo man noch ein bisschen nachschärfen könnte. Du hast vorher schon sportliche Fahren schon angesprochen. Also aus meiner Sicht ist da die Triumph der klare Sieger, kann man gleich so sagen. Beginnen wir bei den Bremsen. Die sind einfach, diese Brembos der Lehmer, das würde jedem Superbike gut zu Gesicht stehen. Unglaublich klarer Druckpunkt, Verzögerungswerte, wirklich top. Und das ist natürlich in den Alpen schon auch wichtig, weil je später ich vor der Kehre bremsen muss, desto länger bin ich davor schnell. Und das, habe ich vorher mit dir geredet, Gregor, ist bei dir bei der Yamaha nicht ganz so gegangen. Wie war es denn da? Ja, die Yamaha hat da doch ein bisschen mehr noch auf den Rippen. Hier haben wir 198 Kilogramm, da dann doch 212. Das haben wir beziehungsweise nachgewogen haben wir andere. 200 und 215,5. Schau, heute übernehme ich mal deinen Part, Gregor. Wie ist das so? Ich unterbreche dich nicht. Ich rede da nur lang, wenn ich dran bin. Das wollte ich eh sagen. Wir haben gemessen und natürlich erstens sind es mehr Kilo, aber auch die Bremsanlage ist nicht so potent wie auf der Triumph. Sie hat weder so einen klaren, präzisen Druckpunkt, noch verzögert sie so stark mit doch so wenig Kraft. Bei der Triumph ist das fast schon gewöhnungsbedürftig, wie scharf die Bremse ist, weil der erste Zentimeter, wenn man den Hebel zieht, ist noch relativ sanft und kündigt quasi nur dann diese massive Verzögerungskraft an, die dann ab Zentimeter 2, 3 da entfesselt wird. Und da ist gerade, wenn man sich das erste Mal auf dieses Motorrad setzt, gerade wenn man vorher was anderes gefahren ist, der Carlos, unser Kameramann, ist eben dann Triumph gefahren und ich habe nur über das Kardo-Kommunikationssystem gehört, Jesus Christ, weil er beim ersten Bremsmanöver gleich viel stärker bremst hat, als eigentlich beabsichtigt, weil das eben so hart bremst. Auch die Hinterradbremse ist schön präzise, allerdings nicht so brachial, aber das passt eh auch zu dem Bike. Vorne bremst man hauptsächlich beim sportlichen Fahren. Und ich glaube, dieses Motiv oder dieses Thema von hochperformant, sehr präzise, lässt sich von den Bremsen auch auf die Fahrwerke umlegen, weil hier feinste Öl ins Wahre. Federwege haben die gleichen 120 mm, aber das Kayaba-Fahrwerk in der Yamaha ist dann doch gemütlicher abgestimmt. Beides voll einstellbar, also da könnte man sicher noch nachjustieren. Dennoch, man merkt, hier haben sie nicht diesen extrem sportlichen Ansporn gehabt, sondern das ist doch noch etwas ausgewogener. Hier super präzise, aber gerade da war man Passfalzerreger unterwegs, da gibt es auch ziemlich holprige Stellen und da hat es mich mit der Triumph drüber beilt. Ich meine, schön, weil sie bleibt ja präzise, aber da spürt man dann die Bodenwellen und Schläge. Ja, ging mir genauso. Also an Stabilität ist der Triumph schwer zu überbieten. Das ist unglaublich, wie satt das liegt in den Radien. Du kannst wirklich da Millimeter für Millimeter mehr Nachdrücken reingeben. Ich finde, sie lässt sich extrem gut hängen auf oder drückend oder legend fahren. Also richtig, richtig gut gelungen. Und dann, sobald es aber etwas holpriger wird, finde ich, war ich froh, auf die Yamaha gesessen zu sein. Sie hat überhaupt diesen ein bisschen touristischeren Anspruch, sage ich einmal. Weil ich bin sie ja in Deutschland letzte Woche bei Conti gefahren mit der Touring-Sitzbank, die es da optional noch gibt und dem ein bisschen höheren Windschild. Und ich muss sagen, da gibt es ja auch einen wirklich
brauchbaren Tourer ab. Also wir haben jetzt hinten das SMOTEC draufgeschnallt, um unser ganzes Kameraequipment mit zu tragen. Aber das ist nicht nur sozusagen für uns drauf, sondern ich würde mich mit dem Bike locker eine Woche auf Reise begeben. Und das, muss ich sagen, würde ich mit der Triumph eher nicht machen. Ja, Es ist genau, wie du es gesagt hast, eigentlich, wobei eben noch anzuwähnen, man braucht schon bei der Yamaha dann die Touring-Sitzbank, weil ich finde, die Serien-Sitzbank ist knackig hart. Also ich glaube, uns hat schon nach 30, 40 Kilometern der Hintern wehgetan. Nicht nur auf der MT10, auch auf der MT09 SP, die wir auch mit haben, wo wir auch einen Vergleich machen werden. Muss es immer die große sein, also auch da unbedingt einschalten. Die Triumph ist mir aber dann doch, ich möchte nicht sagen zu anstrengend, aber doch zu fordernd im Umgang, um doch dieses extrem sportliche Paket da zähmen zu können. Und auch, was du gesagt hast, wegen dem Handling, das war das, was mir am meisten aufgefallen ist, dass die Yamaha sich doch sehr leicht auch drückend bewegen lässt. Und das geht so mit der Triumph auch, braucht aber einfach mehr Kraft. Sie bevorzugt definitiv entweder einen neutralen oder wirklich einen hängenden Fahrstil. Und bei der Yamaha habe ich dann noch eben das touristische Fahren, sage ich mal, in den Alpen. Man möchte auch einmal in die Gegend schauen. Und da war das doch sehr agil. Also auch das Mehrgewicht, finde ich, merkt man beim Bremsen. Ja, aber in der Kurve, sie fällt sehr willig in die Schräglage über den breiten Lenker, drückt man es schön rein und kann auch eben drückend super um die Kurven ziehen. Also hat man einfach bei der gemütlicheren Fahrweise hat man das taugt, aber dann Passfalzarego, müssen wir glaube ich auch erwähnen, unfassbar, schön langgezogene Kehren, perfekt Asphalt und da war the time to shine von der Triumph. Gut, wir schwärmen euch ja die ganze Zeit vor, von wo wir unterwegs sind, Passfalzarego hier und Grödnerjoch da und so weiter. Wir haben heute mitgetrackt mit Kalimoto. Gregor war so lieb und da werden wir euch einfach drunter verlinken, wo wir unterwegs sind, damit ihr das nachfahren könnt. Das sind, glaube ich, keine wirklichen Geheimtipps, aber gerade im Mai, muss ich sagen, ist es eine Reise wert. Also Hochsaison muss man sicher meiden, aber so schöne Straßen und es kommt hier auch dadurch, dass wir so hoch liegen und der Winter so stark an den Straßen nagt, kommt es immer wieder zu Neuasphaltierungen und genau so eine hatten wir jetzt da oben heute und das war wirklich gottgleich. Also so schöner Asphalt und das mit dem Panorama rundherum. Also Carlos hat es vorher gesagt, unser Kameramann, das ist wie das, was sie in Hollywood hinten aufmalen müssen. Das hast du hier einfach live. Also Südtirol, um das nochmal zu erwähnen, wirklich ein extra Tipp. Jetzt haben wir es, glaube ich, schon ziemlich gut umfasst. Die Ergonomie würde ich noch gerne ein bisschen besprechen, weil du gesagt hast, die Sitzbank ist hart. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, die Toursitzbank erleichtert das. Und ich glaube, woran das liegt, dass man die besser drücken kann, ist, dass der Lenker einfach ein bisschen gerader ist. Und ja, ich meine, was wir jetzt hier auch drin haben, ist ein TFT-Display. Aber, und jetzt schließt sich der Kreis zu dieser ganzen Reisethematik, da kann ich mir nichts reinspielen. Es gibt keine Connectivity und das habe ich hier bei Triumph sehr wohl. Also ich habe hier, sonst sind sie nämlich relativ gleichwertig ausgestattet, elektronisch kann man sagen, aber wer auf diese Connectivity steht, der muss auf jeden Fall zu Triumph greifen, weil das bietet Yamaha einfach noch nicht. Aber Bedienkonzept ist, bei welcher Fahrt ist das besser? Definitiv Triumph. Also ich wollte, weil du es gerade so gleichgestellt hast, wollte ich eh da schon... Entschuldigung, ich habe gemeint, gleichgestellt waren sie von der elektronischen Ausstattung, dass sie haben Tempomat und sie haben... Stimmt, Stimmt, aber an und... Stimmt, ausstattungstechnisch sind wir am gleichen, aber ja, wenn man sich das einfach anschaut, das ist schon deutlich stimmiger, einfacher, intuitiver, schöner auch zum Anschauen auf der Triumph. Also das kann man nicht schönreden. Yamaha macht einfach, das ist egal, als MT10 oder MT09 oder Tracer, die machen einfach keine guten TFT-Displays, muss man so hart sagen. Ich finde auch, das Bedienkonzept ist nicht wirklich mehr an par mit der Konkurrenz in vielen Belangen. Also zum Beispiel hier haben wir einfach so einen 5-Wege-Joystick, super einfach zum Navigieren. Man kann auch individualisieren den Style und im Gegenzug bei der Yamaha, das TFT schaut, finde ich, ein bisschen wie billig aus, der Kontrast ist nicht gut, es ist schlechter ablesbar, es ist mühsamer zum Umstellen, also es addiert sich zusammen, dass man dann in Summe sagen kann, das Bedienkonzept und die Anzeige sind einfach besser auf der Triumph. Voll, bin ich ganz bei dir. Mich erinnert es in der MT10 so ein bisschen an den ersten Game Boy Color. Also da warst du noch nicht mal auf der Welt, glaube ich, wie der rausgekommen ist. Da ist echt, und auch das Drehrad und so weiter und diese Kombination aus kleinem Display, relativ schlechter Ablesbarkeit und schlechter Darstellung macht es halt vor allem während der Fahrt de facto unmöglich, was zu verstellen. Und da ist bei der Triumph sicher ganz großer Vorteil. Was ich vorher eben sagen wollte, gleichwertig ausgestattet, damit meine ich, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, wir haben ABS-schräglagenabhängige, wir haben eine Wheelie-Control bei beiden drin, also da sind sie wirklich auf Augenhöhe mittlerweile und das war ja etwas, was man der alten Yamaha auch angekreidet hat, dass sie eben da nicht alles hat und was sie auch nicht hatte, was aber hier extrem schön gelöst ist, finde ich, ist der Quickshifter. Also Quickshifter auf der MT10 ein Gedicht und
in Kombination mit diesem süchtig machenden Sound, den du vorher schon erwähnt hast, finde ich, ist der wirklich ganz groß gelungen für den Erstwurf. Genauso können sie es weiterbauen, die nächsten 20 Jahre von mir, mehr braucht man wirklich nicht. Aber ich fand ihn auch auf der Trumpf nicht schlecht. Wie ist dir gegangen? Ich finde, da schenken sie sich nicht viel. Beide schalten schnell, knackig, präzise. Beide Quickshifter sind einfach gut. Ja, also, und passen auch super zu diesen Power Naggers. Also ich denke mir, da gehört das mittlerweile rein und ich möchte es echt nicht mehr missen. Gut, ich glaube, kommen wir zu einem Fazit, Gregor. Es ist eh relativ eindeutig, welche für wen ist. Und insofern können wir es, glaube ich, kurz machen. Ich beginne mit ganz kurzem Statement zur Yamaha und würde dich dann einfach bitten, mit der Triumph die ganze Geschichte zu beenden. Yamaha MT-10 für mich ein gelungenes Update. Sie haben sie würdig in das Jahr 2022 gehoben. Der Motor ist nach wie vor großartig. Einziger Minuspunkt der Motor, den wir noch nicht erwähnt haben, der aber ganz wichtig ist, aus meiner Sicht, weil gerade hier, ich meine, die Tankstellendichte hier oben ist nicht besonders groß, der säuft. Also wir brauchen mit dem gut 2 Liter mehr als mit der Triumph und das bei einer Performance, die absolut vergleichbar ist. Es sind diese großen Vierzylinder da offenbar immer noch ein bisschen durstiger und beziehungsweise Triumph hat es geschafft, diesen Dreizylinder relativ sparsam zu gestalten. Und von dem aber abgesehen, ein rundes Paket für alle, die es nicht ganz eilig haben, so wie die Kollegen hier im Hintergrund. Für die reicht die MT10, weil eben auch beim Fahrwerk, ich bin auch schon sehr gespannt auf die SP-Variante, beim Fahrwerk und überall hat sie so ein bisschen dieses Komfortelement noch drin. Und ist für mich so ein Motorrad, das in allen Lagen genug Power hat, die letzte Rille Sportlichkeit aber vermissen lässt in diesem Power-Naked-Segment. Wie würdest du die Triumph jetzt umreißen am Schluss? Ja, genauso. Sie erfüllt diese letzte Rille Sportlichkeit, bringt die einfach mit sich und ist ein Traum, glaube ich, für jeden, der sagt, ich möchte einfach ein Motorrad haben, was ein Naked Bike haben, was wirklich die Sportlichkeit so ziemlich maximal ausreizt. Da lässt sie nicht mehr wirklich viele Wünsche übrig. Sie hat, weil wir noch vorhin Verbrauch angesprochen haben, ja, sie verbraucht weniger, hat einen kleineren Tank um 2 Liter circa, aber kommt trotzdem weiter. Also der Punkt geht an sie. Trotzdem würde ich am Ende, wenn ich weiß, okay, ich kann mir eine von beiden aussuchen, für eine Alpentour zu MT10 greifen, weil man halt nicht einfach dauernd am letzten Ritzel in den Alpen unterwegs ist, zumindest nicht, wenn man den Führerschein behalten möchte und auch sich die Landschaft anschauen möchte, weil darum geht es ja auch hier, gerade in den wunderschönen Dolomiten. Und deswegen würde ich mir einfach die touristischere nehmen am Ende des Tages. Aber wenn ich dann weiß, okay, heute fahre ich vielleicht nur mal rauf am zum Beispiel neu asphaltierten Valparola Pass und gebe es mir halt einfach dann 3 Stunden lang auf und ab dort, dann brauche ich auch nicht überlegen. Also ich glaube, 2 super Power Naked, aber jede geht in ihre eigene Richtung. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich finde es schön, dass wir sie jetzt vergleichen konnten, weil sie uns ja letztes Jahr beim großen Hyper-Naked-Vergleich gefehlt. Haben wir jetzt ein bisschen nachgereicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns doch bitte einen Daumen hoch da. Lasst auch den Genie hinter der Kamera einen Daumen hoch da, weil die haben diese ganzen leibenden Bilder für euch eingefangen und sorgen dafür, dass wir so schön arbeiten können. Ja, schaut alle anderen Videos von den Alpenmasters, das wird sehr spannend. Im Motorradheft XY, wir wissen die Nummer nicht, schreiben wir dann drunter, werdet ihr die Endergebnisse sehen. Bis dahin muss euch das reichen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht es gut, ciao. 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 Ciao, ciao. Aus.